Heyho und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Transport Fever 2. Ja, wie ihr eventuell sehen könnt, ist ein bisschen Zeit vergangen seit der letzten Folge. Ich habe das Spiel einfach mal weiterlaufen lassen und hey, also ich will ja nichts sagen, aber das sieht gut aus. Scheint was gebracht zu haben, dass wir hier die Insel ein bisschen erweitert haben. Jedenfalls unser Zug, der hat einen ordentlichen Besetzungsgrad und schreibt positive Zahlen. Ja, insgesamt ist die Statistik zwar gerade noch ein bisschen durchwachsen, aber ich denke, das wird auch wieder. Und, also, ich finde, dafür, dass, also, ne, der fährt jetzt auch noch nicht lange so voll. Ich denke, das wird halt auch nochmal das Ganze gut nach oben treiben. Und darauf freue ich mich schon richtig. So, ja, währenddessen hier unsere, ja, Takatuka-Bahn und allgemein, worauf warten die denn alle? Ja, gerade die Takatuka-Bahn wird auch sehr, sehr nachgefragt. Und Doppelsteckzüge. Auch schön. Ich denke, mit denen werden wir ein bisschen was machen können. Oder anfangen können irgendwann. Wenn wir das Geld für haben. Auf jeden Fall freue ich mich schon darauf, die einsetzen zu können. Ja. Cool. Ja, und auch unser Kontostand, jetzt sieht er wieder ein bisschen besser aus. Jetzt, nachdem hier ein paar Züge angekommen sind. Und ich denke mal, ja, okay. Genau, die Takatuka-Bahn, die darf hier jetzt... Titivu-Bahn, ich sag schon Takatuka-Bahn zu der. Nee, natürlich die Titivu-Bahn, die darf hier jetzt natürlich auch fahren. Bei der ist natürlich halt so, dass hier auf dem Abschnitt nach wie vor hinterm der Neulumaländer-Bahn herfahren darf. Und da dann halt auch regelmäßig ausgebremst wird, weil sie halt nicht an unterwegs halten hält. So ist es nun mal. Apropos nicht an unterwegs halten halten... Also ich finde zumindest am Hafenbahnhof wären Zwischenstopp schon angebracht. Der dürfte auch nicht so viel Finanzen killen, im Gegenteil. Eventuell bringt er sogar was. Das weiß ich nicht. Ah, wobei, dann wird er noch mehr... Nee, wir lassen es einfach mal so, wie es ist. Es scheint nicht ganz schlimm zu sein. Ja, never change a running system. Ja, das haben wir schon mal probiert hier, oder... Beziehungsweise ich hab's schon mal probiert und ihr habt's nicht gesehen. Ganz gemein. Ja. Nee, so wie das gerade ist. Ist es in Ordnung, würde ich sagen. Und das ist doch auch gut. Genau, der darf sich hier reinstängeln. Gut, gerade sind's ein bisschen rot, die Zahlen. Wird sich aber gleich, denke ich, ändern. Denn sobald er hier drin ist, wird er eine Menge Zaster abwerfen. Ja, genau. So sollte das aussehen. Und, mir fällt gerade auf, der steht hier über der Weiche drüber. Das ist, glaube ich, nicht ganz so praktisch. Eventuell sollten wir den da doch nochmal auf ein anderes Gleis draufsetzen. Ja, wenn ich mir das so recht anschaue, dann wäre da Gleis 3 eigentlich das Richtige. Hier für unsere Titivu-Bahn. Für die Zukunft. So, der muss jetzt hier halt einfach mal warten, bis er komplett frei ist. Dann kann er da auch rüberfahren. Das ist grundsätzlich ja nicht das Problem. Ja, aber... muss halt frei sein. Und dann, ja, mit 51 Passagieren geht's zurück. Das ist okay. Und denke, ja, wie gesagt, macht zumindest keinen Verlust mehr. Hier vorne, ist er auch nochmal deutlich weiter gewachsen. Das sieht echt sehr, sehr gut aus, die Entwicklung. Ja, kann man nicht meckern. Definitiv nicht. Ja, weitere 6 Einkaufsmöglichkeiten. Hey, das sieht super aus. Also, ich freue mich richtig. Und, was... machen die? Verkaufen die hier Stühle oder Gartenzubehör? Ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus. Eventuell können wir da nochmal eine Strichstraße machen. Ich habe aber die Befürchtung, dass das Spiel die halt komplett durchzieht. Naja, soll's machen, was denkt. Das wird schon. Ja, auf jeden Fall gefällt es mir sehr, sehr gut, dass hier jetzt deutlich mehr los ist. Und naja, man sieht hier am Bahnhof 43 Leute, die warten. Ja. Gut, klar, aktuell sind mehr im Zug, aber der braucht auch noch ein bisschen, bis er drüben ist. Ja, bis dahin können da, denke ich, auch nochmal die ein oder anderen Leute reinkommen. Ja, eventuell tut der Bus da auch nochmal seinen Senf dazugeben, aber hier, die beiden Leute, die laufen garantiert zum Bahnhof. Und ja, mir gefällt's einfach. Und Gewinn machen wir halt auch noch nebenbei. So, dann heißt es weiterhin warten. Und zwar warten darauf... ja, Takatuka-Bahn. Ich weiß nicht, ob die hier demnächst wieder auftaucht oder ob wir da nochmal was an der Kapazität ändern müssen. Ja, okay, die taucht da demnächst wieder auf. Ich glaube trotzdem, dass wir da irgendwas an der Kapazität machen sollten.
Ja, weil hier halt einfach echt viel los ist. Gut, die Trams, das ist, denke ich, in Ordnung, wenn die hier so. Du fährst hier jetzt aber nicht gerade leer rum, oder? Naja, egal. Ist mir jetzt zu so blöd, die zu wenden. Früher oder später kommt da die nächste. Und ich glaube, da in der Station, da gehen auch keine Passagiere verloren. Nee, aber was ich meinte, ist, dass wir da eventuell doch nochmal hingehen, uns überlegen, hier die direkte Verbindung nach unten irgendwie hinzukriegen. Und naja, eventuell ist es sogar sinnvoller, da nicht von unten anzufangen mit dem Bau, sondern von oben, um dann zu schauen, dass man eben unten rauskommt. Ja, oder nicht das, sondern ob man oder wo man unten rauskommt. Und die dann so entsprechend anzuschließen. Ja, wäre ja auch eine Idee. Könnten wir auch theoretisch mal probieren. Wobei ich da vorher hier nochmal die alte Strecke abreißen würde, weil, naja, dass wir die in Betrieb nehmen, das wird zumindest so in der Form nicht passieren, wie hier gerade rauskommt. Das gefällt mir einfach nicht. Ich möchte da nicht nochmal eine weitere Brücke bauen müssen. Das ist auch nicht rentabel und sieht, denke ich, auch nicht gut aus. So, jetzt muss ich schauen, dass ich hier das richtige Gleis erwische. Ja, okay, das war das richtige Gleis. So, dann da unten und hier den Anschluss kappen. So. Jetzt halt die Frage, wie kriegen wir das stattdessen hin? Naja, probieren können wir ja mal ein bisschen. So, wir haben auch neue Züge bekommen. Brauchen wir aber aktuell noch nicht, denke ich. Ja, das. Die können wir in Zukunft dann noch irgendwann uns mal holen. So, ich baue hier jetzt einfach mal. Ich hätte halt doch gerne ein bisschen mehr Tempo auf einer Weiche drauf. Ja, 109, okay. Ah, beziehungsweise theoretisch ist es alles über 90, okay. Weil wir ja auf der Brücke sowieso nur 90 fahren können. So, dann hier, ja, dürfen wir auch gerne per Brücke fahren. Oder auf einer Brücke fahren. Tempo 90 hätte ich aber auch hier gerne. Zugegebenermaßen. So, und dann ist die Frage, sind wir hier schon unterhalb der anderen Gleise? Ja, aber nicht viel. Okay. Es wird auch nochmal spannend, da dann irgendwie was rausholen zu wollen. Weil ich meine, ja gut, die meiste Steigung werden wir vermutlich hier in dem Bereich aufholen können, weil hier halt einfach der Bahnhof im Weg ist. So, gehen wir da einfach mal nach unten. Dann tendenziell auch weiter bis hier. So, da dürfen wir sogar. Theoretisch dürften wir auf dem Abschnitt sogar 300, aber das wird halt kein Fahrzeug der Welt schaffen können. So, und hier wollen wir weiter nach unten. Versteht sich, glaube ich, von selbst. Ja, ich denke nicht, dass wir es schaffen werden, da in den Berg reinzukommen. Per Tunnel. Nö. Ist auf jeden Fall sehr spannend, weil da wird die Straße verlegt werden müssen. So wie das aussieht. So wie das aussieht, werden wir da eine Straße verlegen dürfen. Sportlich. Sehr, sehr sportlich. Aber eventuell können wir uns dann halt trotzdem die Schleife sparen. Also, ich baue es einfach mal bis hierhin. So. Oh Mann. Warum nur haben wir diese Streckenführung für unsere Fernzüge vorgesehen? Es ist schlimm. Naja. Aber so ist es nun mal. So, und dann würde ich sagen, pausieren wir mal kurz, dass wir hier eventuell ein bisschen umbauen können. Ja, in dem Abschnitt. Ja, keine Angst, die Bushaltestellen da oben, die setze ich da gleich wieder hin. Ach so, Fahrzeug im Weg. Ja, gut, nee, dann, klar, das geht nicht. Nee, und wir wollen natürlich weiterhin steil nach unten. So, jetzt ist halt die Frage, landen, also da unten hinkommen werden wir nicht. Ja, auf das Niveau. Wir werden auch weiterhin den Abzweig nach da oben brauchen. Schwierig auf jeden Fall. Aber ich denke, dass, also wenn man sich mal hier diesen Abschnitt anschaut, der hat nicht wirklich Steigung. Ja, und ich denke, dass es klappen könnte, bis dort unten eben hinzukommen. So. Das heißt, wir sind jetzt mal komplett lebensmüde. So, und bauen hier alles neu. So, komplett. Abriss, Neubau. Und ich hoffe, es funktioniert. Falls nicht, haben wir nämlich ein Problem.
Dann dürfen wir das alles wieder aufbauen. So. Wenn wir uns das anschauen, da sagt er uns Steigung zu groß. Okay. Das heißt, wir müssen noch ein Stück weiter abreißen. So, und ich hoffe mal, dass er da dann nicht mehr sagt Steigung zu groß. Das wäre sehr, sehr wünschenswert. So. Ja, es funktioniert. Wow. Wow. Es funktioniert tatsächlich. Okay. Sportlich, sportlich, ey. So, jetzt brauchen wir da natürlich ein zweites Gleis auf der Strecke. Und, ja, ich setze das einfach mal aktuell hier an. Ich würde es auf jeden Fall auf der Innenseite ansetzen, weil so wie wir das bisher angeschlossen haben. So, genau. Dann kommen wir einmal bis hier durch. Können dann hier auf dem ganzen Abschnitt immerhin 90 fahren. Eventuell hätten wir andere Brücken verwenden sollen. Naja, das ist halt so eine Sache für sich. So, hier kriegen wir es sogar hin, die Verzweigung zweigleisig zu machen. Und es sieht sogar noch halbwegs ordentlich aus. Das ist schon mal schön. So. Das Ganze muss dann halt noch bis dort unten geführt werden. Und hier brauchen wir auch noch mal ein weiteres Gleis. Da würde ich sagen, gehen wir hier sogar mal mit einer Weiche raus. Ja, die ganze Verzweigung hier, die können wir ja jetzt ein bisschen entzerren. Wir haben den Platz. So. Und da können wir, denke ich, auch noch mal irgendwie das Ganze per Weiche lösen. Ja, das war, was weiß ich. Ja, super. Ich möchte hier jetzt eigentlich nur die obere Strecke erwischen. So, genau. Können wir da eine Weiche ansetzen und dann passt das, denke ich, auch. So. Was wir dann nämlich auch noch machen müssen, ist die Altstrecke irgendwie wieder anschließen. Das wird auch sportlich. Aber da die ja sowieso an den Kopfbahnhof muss, ist jetzt die Frage, kriegen wir die hier einmal unten durch? Das scheint tatsächlich zu funktionieren. Ja, das ist schon mal schön. So. Ums zweite Gleis kümmern wir uns gleich, würde ich sagen. Weil das kriegen wir definitiv nicht nebendran. Da werden wir einfach eine Weiche brauchen. Nochmal zusätzlich. Jetzt ist eher die Frage, wie schaffen wir es, ja, das hier ranzuführen, aber das scheint auch irgendwie zu gehen. So ungefähr. Und jetzt ist die Frage, was brauchen wir da alles an Gleisen? Ich glaube, auf dem Gleis hält was, aber ansonsten, ja, da können wir auch von unten drauf. Das heißt, es reicht theoretisch, wenn wir hier eine Weiche einziehen. Ja, und das Ganze dann so irgendwie verbinden. Zack. So, dann brauchen wir da nochmal irgendwie eine Weiche, dass wir da aufs andere Gleis draufkommen können. Ja, da reiße ich dieses kurze Stück nochmal ab. Und, jetzt ist hier. Da mündet ja direkt schon die Güterstrecke ein. Das ist natürlich auch nicht praktisch. Ja, das lösen wir trotzdem so, dass wir da nochmal hier das Ganze auf ein Gleis drauf führen, dann brauchen wir dann ein Signal irgendwo in diesem unteren Bereich. Ja, das setze ich jetzt einfach mal nach hier. Das war, glaube ich, nicht ganz ideal, aber besser als gar nicht. Ist das überhaupt die richtige Strecke, wo ich das gerade dran gesetzt habe? Nee, das ist die Güterzugstrecke. Ah, dann muss das Signal nochmal weg. So. Nächster Versuch. Diesmal auch wirklich hier unten, wo es hin soll. Und eventuell kriegen wir da nochmal ein Ausweichgleis hin. Das wäre sehr, sehr schön. Wenn man das hier irgendwie schaffen würde. Ich habe eine Idee. Und zwar tun wir diese Straße hier mal etwas verkleinern. Dann sollte die weniger Platz in Anspruch nehmen und wir hier eine Weiche hinkriegen. Genau. Das ist gut. Jetzt nur die Frage, kriegen wir die irgendwo da vorne nochmal rein in den Bestand? Ja, komm, das eine Signal, das schenken wir uns mal kurz. So. Und dann würde ich hier ganz gerne einmal ausfädeln mit dem zweiten Gleis. Wir machen es anders. Wir verlängern das einfach nach hier vorne und
Okay, scheint so, wie wenn wir nochmal eine Straße etwas verändern dürften. So ungefähr. Damit wir da wirklich dran vorbeikommen. So, dann nehmen wir hier wieder unser Gleis, bauen weiter, kommen immer noch nicht dran vorbei. Beschließen, die ganze Straße nochmal abzureißen. So, können wir nachher wieder aufbauen. Und dann. So, einmal bis hier unten. Und von hier, ja, Tempo 44 ist besser als nichts. So, ich hätte gerne hier ein Signal. So, und das betreiben wir halt einfach aus praktischen Gründen im Linksverkehr, diesen Abschnitt. Ja, einfach weil man hier so deutlich besser durchkommt. So, genau. Für eine dichte Ausfahrtaktung. Genau, dann können wir nämlich auch hier nochmal ein Signal setzen. Da unten haben wir, glaube ich, sogar schon ein entsprechendes Signal gesetzt, genau. Beziehungsweise das könnte auch weiter nach hinten. Ja, dann hat man da ein paar Meter mehr. Kann das eine Signal nochmal. Ja gut, wobei es stört auch nicht. Da kann man einfach ein bisschen dichter takten. So. Dann können wir hier vorne nochmal ein paar Signale setzen. Ja, für die Fernzüge. Ja, die dann in Zukunft nicht mehr am Strand halten. So, dann einmal hier, dann, naja, die fahren in der Gegenrichtung da. So, auf dem Abschnitt dürfen keine Signale hin, weil das hier ist halt Fernverkehrsstraße. So, die Fernzüge können theoretisch auch hier unten. Das passt soweit. Und theoretisch sollte es nur noch bei den Straßenfahrzeugen, die hier hin wollen, zu Problemen kommen. Ja, genau so sieht's aus. Die haben auch Probleme. Nämlich das Problem, dass sie hier halt keinen Anschluss mehr haben. Ja, da werden wir auf jeden Fall ein bisschen was machen dürfen. Elektrisches Tramgleis. Und die müssen irgendwie nach unten. Jetzt halt die Frage des Wie. Weil, naja, wir müssen halt irgendwie hier auf die andere Seite von der Bahnstrecke kommen. Und das ist halt die Herausforderung. So. Ja, vermutlich ist da echt das Einfachste, wenn man das mit der Brücke irgendwie löst. Ja, da ist halt nur das Problem, sobald man halt nach unten geht, mag das Spiel nicht mehr. Ja, würde ich sagen, überbrücken wir das Ganze halt einfach. Oder probieren es zumindest zu überbrücken. Ja, ob das klappt, ist nochmal was anderes. So, und dann wollen wir theoretisch hier drüben nach unten. So, und das wird jetzt die große Herausforderung, weil ich glaube, hier dürfen wir einmal die halbe Stadt abreißen, so wie das aussieht. Ja, das wird nicht ganz günstig. Und jetzt die Frage, reicht das schon oder muss da noch mehr weg? Nee, da, auch da gibt es noch eine Brückenpfeiler. Ah, eventuell kriegen wir es sogar hin. Da werden die Busse und Straßenbahnen zwar garantiert nicht schnell drüber fahren können, aber. Es würde ja reichen, wenn sie überhaupt drüber fahren können. So, dann einmal hier hin. Und Hauptsache möglichst steil nach unten. Ja. Und dann sind wir immer noch zu weit oben. Wie lösen wir das jetzt am besten, ist die Frage. Ach so, ja gut, weil die halt noch. Ja, ich sehe es. Also, ich weiß, wo es herkommt. Ja. Ist ungünstig. Ist echt ungünstig. Bauen wir einfach mal in Etappen. Zweifelsfall, ja. Ist halt wie es ist. Gut angeschlossen ist halt. Kriegen wir es halt echt nicht wirklich. Ja, Moment. So, Idee. So, und dann einmal hier der Linksbogen. So, da müssen halt nochmal zwei Gebäude weg. Aber dann haben wir auch den Anschluss. So, hier können wir einmal upgraden. Auf Straßenbahngleise. Und dann können wir hier drüben mal noch ohne Straßenbahngleise, aber halt so irgendwie versuchen, noch lang zu kommen. In der Hoffnung, der verschiebt hier die Brückenpfeiler. Ja, scheint zu funktionieren. So, dann das Ganze noch verknüpfen und hey, es klappt. Ach du heilige Scheiße. So, jetzt haben wir das Problem. Tram Sie. Ach so, ja. Hier fehlt noch wieder die Haltestelle. Ja, die sollten wir natürlich auch wieder hinsetzen.
So, schönes neues Haltestellenhaus. Ja, sollte theoretisch nach hier, das braucht man nicht. Okay. So, und keine Warnung mehr. Hi, cool. So gefällt mir das, ohne Warnung. Hier diese Auffahrt, die ist jetzt halt echt skurril, aber naja. Dafür können wir hier jetzt mit der mit der Takatuka-Bahn schneller nach unten. Das ist schon mal schön. Und ja, was mir auch gerade einfällt, wir wollten ja noch einen Güterzug, der ja auch irgendwo hier in dem Bereich abzweigen soll. Den würde ich aber in die andere Richtung abzweigen lassen. Also einmal hier runter. So, nicht nach oben, sondern nach unten bitte. Ich hoffe, dass wir da einmal unten durchkommen. Ja, so funktioniert das sogar. So, und da hoffe ich einfach, weil ich habe vorher etwas gesehen. So, wenn ich den jetzt nach versuchen würde, hier rüber zu bringen, dann sagt der Steigung zu. Okay. Okay, das ist schade. Das wundert mich jetzt auch ein bisschen. Dass der hier die. Also, seine Steigung zu groß. Ja, gut, der versucht hier gerade noch zu kreuzen, ne? Das ist nicht ganz das, was ich gerne von ihm hätte. Er soll nämlich eigentlich einfach nur probieren, hier irgendwie nach unten zu kommen. mal so rein aus Interesse, wenn wir das Ganze bis hier irgendwo in den Bereich. Ja, der würde da schon ziemlich weit unten rauskommen. Also jetzt hier in dem Fall. Aber es ist halt doch noch zu weit oben. Um ihn halt direkt zu führen. Ich würde aber trotzdem gerne hier die Gleise ein bisschen verlegen. Ich würde aber sagen, da das vor der Kamera halt echt schwierig ist, da noch nebenher die ganze Zeit irgendwas zu sagen, was sinnvoll ist. Und ja, mache ich das einfach nachher. Und wir lassen das jetzt erstmal so. Und ich mache das dann irgendwie zwischen den Folgen noch. Ja, das Ergebnis hier, das finde ich, ist schon mal ziemlich beeindruckend. Und hier die Fernbar, die muss auch nicht mehr unbedingt dort oben halten, würde ich sagen. Ja, die darf in Zukunft auch hier die direkte Strecke nutzen, ist, glaube ich, einfach ein bisschen schöner. Ja, das heißt, Haltestelle 2 darf weg und Haltestelle 5 darf weg. Genau, dann darf die nämlich auch einmal hier rumfahren und ja, ist halt ein bisschen schöner. Gut, dann Zeit können wir theoretisch wieder weiterlaufen lassen. Ja, uns mal anschauen, wie das Ganze hier angenommen wird. Apropos, hat sich hier irgendwas in der Gleisbelegung geändert? Ich glaube nicht. Außer davon, dass also hier unsere beiden Fernzuglinien hier jetzt komplett unabhängig vom Rest, ja gut, abgesehen von dem einen kreuzenden Güterzug halt, reinfahren können in den Hauptbahnhof. Das ist auch schon mal cool. Ja. Könnten wir hier unten eventuell was optimieren? Ich glaube nicht. Nee, die kreuzen sich hier halt weiterhin. Nö, aber das sieht zumindest in Ordnung aus, würde ich sagen. Und ach so, ja, die halten auch noch da auf dem Gleis. Ja, eventuell könnten wir die Bahnbergbahn auf ein anderes Terminal legen, aber ja, dass die hier künftig. Wo halten die aktuell? Die hält aktuell auf dem Dreier. Ja. Da halten halt gerade drei. Unten ist weniger los. Wäre jetzt, glaube ich, auch nicht das Verbrechen, die auf dem auf dem Zweier halten zu lassen. Ja, muss auch nicht ganz so weit fahren, ist, glaube ich, in Ordnung. So. Jetzt haben wir halt nur das Problem, dass hier die Fernbahn noch von unten kommt. Das heißt, die wird auch wieder unten rum rausfahren. Das ist jetzt das letzte Mal, dass diese hier so skurril durch dieses Gleisvorfeld schlängeln muss. Aber naja. Das wird sich auch noch wieder beheben. Da bin ich mir ziemlich sicher. So. Ja. Geht halt nicht. Geht halt aktuell nicht anders. Einmal kann sie ja nach oben lang fahren. Das ist ja nicht das Problem. Aber hey, wir haben eine neue Schnellverkehrsstrecke. Ich bin zufrieden mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr seid es auch. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Lasst eure Vorschläge in den Kommentaren da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß.
und ciao.